Hier eine Fahrt mit der längsten Straßenbahn der Welt, die die gesamten 69 Kilometer der belgischen Küste abdeckt mit 68 Stops. Die Strecke von De Pan bis Knokke dauert circa 2 Stunden 40 Minuten und für 7,50 Euro kann man die Bahn den ganzen Tag bzw. 24 Stunden nutzen. Für 2,50 Euro schon eine Strecke, egal wie lang. Wir haben sie zweimal genutzt, einmal bis Ostende und das zweite Mal jetzt nach Ravenseide, wo wir uns dann die Museen und Bunkeranlagen betreffend Erstem und Zweitem Weltkrieg ansehen wollten. Vorwiegend aus Zeitgründen, aber auch weil uns der Anblick dieser wahnsinnigen Hochhäuser, wo wir teilweise auf die Balkone greifen konnten, gestört hat, haben wir nur die Hälfte geschafft. So, dann ist die andere Tram. Die Strände sind brechend voll, wie man sieht. Brechend voll. Ein Träumchen. Und den Platz hätte ich auch gern. In die Stadt hinein waren wir dann wieder in so einer Hochhausflucht, wo nur einige wenige schöne alte Gebäude standen, haben uns dann an die Strandpromenade begeben, die wir ein bisschen ablaufen wollten in Ostende hier. Da kam uns aber der Regen dazwischen und dann machten wir uns auf den Heimweg.